Der Kollege Lauterbach hat gestern, wie ich glaube, realistischerweise darauf hingewiesen, dass aufgrund der 100er-Inzidenz und der Art und Weise, wie diese Notbremse nun automatisch ausgelöst werden soll, an vielen Stellen über viele Wochen es zu einer Ausgangssperre kommen könnte. Und da muss man unterscheiden zwischen denjenigen, die in komfortablen Wohnverhältnissen sind. Aber was ist denn mit den Studierenden im Einzimmer-Apartment? Was ist denn mit der Familie, die ohne Balkon in der Etagenwohnung auf engerem Raum zusammenlebt? Die werden dann möglicherweise, wenn Herr Lauterbachs Prognose recht hat, über Wochen in den Räumen sein, während es draußen bereits hell ist. Und das ist ein enormer sozialer Schaden, der damit verbunden ist. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, Herr Lindner, Sie haben mich richtig zitiert, aber nicht vollständig zitiert. Und das ist in diesem Zusammenhang ist das bedeutsam. Ich habe darauf hingewiesen, womit Sie recht haben, dass wir in sehr vielen Landkreisen eine Inzidenz von unter 100 nicht erreichen werden. Dann würde die Notbremse mit den Ausgangsbeschränkungen gelten, so wie von Ihnen vorgetragen. Ich habe aber auch darauf hingewiesen, dass es nicht so sein muss, weil wir andere Maßnahmen ergreifen können und müssen. Und aus meiner Sicht wäre es fair gewesen, das dazu zu sagen, weil ich habe dafür gestern noch konkrete Beispiele gebracht. Es wäre auch an Ihnen gewesen, entsprechende Beispiele heute vorzutragen. Die habe ich nicht vernommen. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass wir die Impfintervalle strecken könnten. Das ist aber auch der Punkt, wo wir einer Meinung sind. Aber mit dieser Haltung, dass wir uns hier gegenseitig kompliziert erklären, was alles in Deutschland nicht funktioniere, was aber im Ausland nicht nur funktioniert hat, sondern auch gewirkt hat, womit man dort die Welle brechen konnte, womit man dort auf Inzidenzen unter 30 mittlerweile gekommen ist. Mit dieser Debatte kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Pragmatismus und keine gegenseitige Aufklärerei, was alles nicht funktioniert. Daher bitte ich, dass wir tatsächlich in dieser Ausgangssperre eine notwendige, aber nicht hinreichende Maßnahme sehen. Es wird alleine nicht reichen, aber in keinem Land ist es gelungen, eine Welle mit einer B.1.1.7-Mutation noch mal in den Griff zu bekommen, ohne dass man nicht auch, und nicht alleine, ohne dass man nicht auch das Instrument der Ausgangsbeschränkungen und Nichtsperren genutzt hätte. Herr Kollege Lauterbach, tatsächlich habe ich hier eben, das können Sie im Protokoll ja noch einmal nachsehen, eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Ich sprach von Maskenpflicht, Begrenzung der Kontakte der Haushalte, Teststrategie, Aufklärung auch in Fremdsprachen und Beschleunigung des Impfens. Und übrigens zur Ausgangssperre. Eine solche Ausgangssperre ist auch schon von Gesundheitsministern der FDP begrüßt worden, nämlich in Flensburg, wo eine sozialdemokratische Oberbürgermeisterin zusammen mit unserem FDP-Gesundheitsminister bei einem diffusen Infektionsgeschehen bei noch nicht großem Impffortschritt zu Anfang dieses Jahres sich zu diesem Instrument genötigt sah. Also insofern, da sind wir nicht borniert, aber so wie Sie es hier in das Gesetz schreiben wollen, ist es eben unverhältnismäßig. Und lassen Sie mich hinzufügen, wenn Sie schon mangelnde Vollständigkeit beklagen, es war bei mir keine Absicht, hätte ich mir gewünscht, dass Sie, wenn Sie schon die Wirksamkeit der Ausgangssperre gerade noch einmal unterstrichen hätten, dass Sie eingegangen wären auf die wissenschaftliche Untersuchung des Beirats der französischen Regierung, die in Frage gestellt haben, auf einer breiten Datenbasis zwei Monate ab 18 Uhr, ob nicht gar eine negative Wirkung von der Ausgangssperre ausgeht aufgrund der Verdichtung von Kontakten.